Man merkt halt den Unterschied zwischen einem wöchentlichen Shonen Serie und einer Riesen Serie. Filler wird man da nämlich vergeblich suchen. Weiß, dort geht es schon ordentlich, aber ich bin schon Rang 10 mit Juni und Lanz. Was geht denn hier ab? Habe ich noch eine Verteidigerklasse, obwohl ich kann auch wieder Heiler spielen gerne. Aber der Heiler ist noch nicht fertig. Strategos. Und hier haben wir noch einen Heiler für ihn. Wir bekommen in letzter Zeit so viele Angreifer. So lange kann er eigentlich der Miam-Schmied sein. Fehlt ja nur noch Lanz. Natürlich, die waren natürlich in der Zeit wieder weg, ne? Und welche Staffel bist du mittlerweile, Dark? So, mehr Hauptstory gibt es heute nicht. Na, mal gucken, vielleicht spiele ich Donnerstag noch mal. Aber wenn dann nur bis 18 Uhr. Und wechsel dann zu Hogwarts. Hogwarts war ja geplant. Obwohl, habe ich da Hogwarts reingeschrieben oder habe ich da Random reingeschrieben? Ich glaube, ich will Hogwarts. Ich hätte lieber Random. Dann hätte ich mich nicht auf einen Titel festlegen müssen. Ich muss sagen, die Gegend ist cool. So baumhaustechnisch.
逃走への道がありますね。これはいいもんだろ。んだよな。容易には下れません。気をつけて。 息を潜めて背後から吸収すれば敵を撃つことは容易です。いきなり物騒なこと言うなよ。怖えよ。Warum? Alter, was? Ich folge hier nur Spuren. Bitte lasst mich am Leben. Ich hoffe, das Monster nicht. Die Fußspuren müssten doch hier irgendwo weitergehen. Wir sind verschwunden, komisch. Vielleicht ist es dort drüben runtergegangen. Wahrscheinlich. Sollen wir dem Monster dorthin folgen? Nein, wenn es auf die untere Ebene geflohen ist, brauchen wir es nicht zu verfolgen. Es wird lange nicht zurückkommen und wir würden uns dort unten nur in Gefahr begeben. Okay. Dann kehren wir besser zurück. Wir sollten nachsehen, wie es Rain geht. Alles umsonst? Warum bin ich hier? Warnungsbaum, ja, ich bin gewarnt, hier durchzulaufen. Ich will einfach sagen, warum wir diesen scheiß Weg gehen hier? Alter, so ein krasses optionales Gebiet auf Level 70. この辺りにノポンが住んでいるようです。あれと戦うつもりでいるのか。へえ、こんなところがね。今日も飲んでみましょう。 Der wird uns umbringen. Der gibt uns eine Quest. Level 70 bestimmt. Alter, Ginjin. Du lebst hier ganz allein draußen im Wald? Ginjin folgt Wind wie Möwenzahnfläumchen. Was? Jetzt ist goldrichtig Augenblick gekommen, um besten Schatten zu suchen, in dem Ginjin Himmelswald erfolgt. Waldleben, ja, genau.
Das Waldleben ist ja auch ist nur Level 50. Nur sag ich, weil wir sind ja fast schon Level 50. Aber das mache ich dann im nächsten Kapitel erst. Allein, dass ich hier schon rumlaufe, ist. Oh Gott. Warum tue ich das? Nur weil das Spiel mir sagt, da muss ich lang. Ich könnte auch Schnellreise nutzen. Ich bin so neugierig. Was denn? Geil. Hui. Abkürzung. Aber es funktioniert nicht, weil ich dann tot bin. Dann muss ich runterborden. Oh nein, jetzt noch mehr. Bald ist Erntezeit. Alle freuen sich schon auf das Erntefest, aber vorher wird Carsten nochmal alle zur Arbeit anpeitschen. Ich welche fertig. Was ist aus dem Monster geworden, das ich gejagt habe? Es ist entkommen. Wahrscheinlich ist es jetzt auf der unteren Ebene. Es ist dort unten hingeflohen? Verfunkt. Bett. Habt es beinahe erwischt. Ich muss hier Wache halten, falls es wieder auftaucht. Wie fühlst du dich denn? Wieso? Wegen dem Kratzer hier? Das ist nicht weiter. Doch es ist schlimm. Glaub ja nicht, dass du dich einfach wieder in Gefahr stürzen kannst. Ach komm, Glory. Juniper ist extra aufgebrochen, um dich zu suchen. Das solltest du vielleicht mal zu schätzen wissen. Ha! Wenn du so einen Unsinn noch einmal treibst, kette ich dich an einen Baum fest. Alles in allem ist das ja noch mal gut gegangen. Jetzt sollte wieder etwas Ruhe einkehren. Man kann's nur hoffen.
Das war die längste Beziehung. Überhaupt. Aber wir haben noch Missionen. Wir wollen ja auf keine Monster mehr aufpassen. Scheiße, weil ich so rum muss. Verfunden zu genäht. とりあえず必要な分は揃ったかな。Oh, guck mal. Schnell, wir müssen ihnen helfen. Das wird ein schneller Kampf. Woher kommt ihr denn jetzt? Für Fragen in später Zeit, überlasst das hier uns. So, Gefahr gebannt. Ist irgendwer verletzt? Warum habt ihr uns geholfen? Brauchst du da einen Grund? Ich meine nur, warum sollten Agnia und Kivesian helfen? Worauf möchtest du hinaus? Ist das nicht offensichtlich? Wir wissen nicht, ob wir euch trauen können. Mimi, das ist doch...
So sieht man sich wieder. Du hast dir also immer noch keine Kugel eingefahren. Wir haben schon mitgekriegt, dass ihr mit der Kommandeurin befreundet seid. Aber glaubt nicht, dass euch deshalb alle in Kolonie 4 gleich vertrauen. Wir wollten euch einfach nur retten. Euer Vertrauen brauchen wir nicht. Wie bitte? Ihr riskiert euer Leben für eure Freunde. So jemanden lassen wir nicht im Stich. Das war unsere einzige Motivation, euch zu helfen. Andere Gründe oder Hintergedanken gab es dabei nicht. Es war also einfach nur eine Handlung im Einklang mit euren Überzeugungen, hm? Ha, eine bessere Lüge fällt dir wohl nicht ein, du Agnus-Marionette. Tut mir leid, dass wir uns eingemischt haben. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ha, na gut. Dann vertraue ich mal auf Adels Einschätzung. Hm? Die Entschuldigungen eben waren nicht so gemeint. Ich habe das nur gesagt, um euch aus der Reserve zu locken. Moment mal, Maxi, spinnst du? Die Kommandeurin vertraut ihnen. Als Soldaten haben wir die Pflicht, uns auf ihre Einschätzung zu verlassen. Es reden euch auch alle von der Sache mit den medizinischen Vorräten. Dass wir den Nachschub euch zu verdanken haben. Ich sollte mich mal vorstellen. Ich bin Maxi, Zugführer der Taktikeinheit. Dann erzähl mal, Maxi, warum wolltest du uns aus der Reserve locken? Ich wollte herausfinden, ob wir euch unsere Mission anvertrauen können. Ich hätte mir mal gewünscht, einfach Monster klatschen, fertig. Nein, jetzt kriegen wir nochmal eine Mission dazu. Hä, worum geht's? Maxi, willst du ihnen wirklich davon erzählen? Ja, ich bin mir recht sicher, die haben das Zeug dazu, die Sache zu Ende zu bringen. Jetzt warte mal, bist du komplett durchgedreht? Das sind unsere. Jeremy, das bedeutet nicht, dass wir alles vergeben und vergessen. Aber denk dran, die Taktikeinheit arbeitet im Dienste der jetzt Lebenden. Wir stecken in einer gefährlichen Lage. Diese Mission ist ein Befreiungsschlag. Und ich möchte euch bitten, uns dabei zu unterstützen. Bist du dir sicher? Es stimmt ja, wir sind... Ehrlich gesagt, sind wir allein einfach zu schwach, um die Kolonie zu verteidigen und externe Bedrohungen zu eliminieren. Und es gibt noch einen Faktor. Wenn ihr diese Mission zu einem Erfolg werden lässt, dann wären alle in der Kolonie von eurer Aufrichtigkeit überzeugt. Maxi, das... Bis zum Start der Operation haben wir noch ein paar Tage. So lange könnt ihr euch es noch überlegen. Okay. Ah, es ist nur eine... Folgemission. Hier ausreisen wir dann in die Richtung und machen wir auch die Karte mal ein bisschen ordentlich. Okay, let's go. Suchen wir die verschwundene Einheit. Aber ja, das kennt man, macht man eine Mission, kommt eine zweite und dritte und vierte und fünfte und das hört nicht mehr auf. Ach, überziehen wir heute. Ich wollte sowieso ein bisschen länger machen vielleicht.
Hübsch bist du. Kannst du mir mal aus dem Weg gehen? Danke. Gib uns noch was. Und wird auch unter uns sein. Ich mag es nicht, wenn die Karte so komisch aussieht. Wie schafft ihr das nicht, oder was? Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr kommt von da, ihr müsst das schaffen. Ach, das ist so ein einzigartiger. Kiste will ich haben. So, gehen wir mal über den Sand hier. Thank you.
Toll, das Hammer. Okay, die werden sich jetzt wundern. Danke für die Hilfe. Aber wer seid ihr? Wir sind hier, um dich nach Hause zu bringen. Ben hat sich Sorgen um dich gemacht. Ben? Wirklich? Ich kenne dich aber trotzdem nicht. Wir sind Freunde von Waldi. Ihr kennt den Kommandeur? Ich dachte ehrlich gesagt, er interessiert sich nicht für einen, wenn man kein Lebnis ist. Okay, aber warum habt ihr nach uns gesucht? Wir haben die Flammenuhr von Kolonie 30 zerstört. Ihr müsst nicht mehr töten, um zu überleben. Was? Müssten die das nicht eigentlich merken? Immerhin ist das Symbol doch dann weg. Kannst du es beweisen? Ja, ich wollte schon sagen. Schau mal deine Iris an. Was? Ah! Da ist keine Flammenuhr! Was ist mit Ben? Er war besorgt, dass ihr die Wartung eurer Lebnisse so sehr vernachlässigt. Das sieht ihm ähnlich. Macht euch bereit, zurückzukehren. Verstanden. Dank euch müssen wir jetzt keine unnötigen Schlachten mehr schlagen. Vielen Dank. Grüßt Sven von uns. Easy. Das war eine gute Idee. Nein, es ist doch verdammt nochmal keine gute Idee! Das Ding ist Level 87! Was mache ich? Was macht das hier? Lauft um euer Leben! Oh, wir haben überlebt. Alter! Da ist ein Item, das werde ich nie im Leben bekommen. どれだったかな?
Bist du denn noch von der eine Wegweiserflöte spielt? Nein, der tut nur so. Tut weh, weh, leid, hört schon auf. Hm? Was war denn mit dem los? Sieht so aus, als hätte ihr irgendwas. Lass uns herumfragen und dann nochmal mit ihm sprechen. Guter Plan. Sehen wir mal, was die Leute aus Kolonie 30 zu sagen haben. Wir wollten mehr über den Noppon mit der Flöte erfahren. Entschuldigt, ich bin gerade sehr mit Wartungsarbeiten beschäftigt. Ich habe für alles andere jetzt keinen Kopf. Oh, allerdings, ich habe einen Noppon, der nicht auf der Höhe war, zur Notfallstation gebracht. Da habe ich ganz schreckliches Flöten gehört. Die Notfallstation? Okay, danke. Mit der Wegweiserflöte? Das ist Wayday. Warum ist ein Noppon in der Ausbildung zum Wegweiser? Ich glaube, er wollte Radek ersetzen, seit er im Kampf gefallen ist, damit Kolonie 30 immer noch einen Wegweiser hat. Die beiden standen sich sehr nah. Oh, ich verstehe. Wie läuft es damit, die Wegweiser-Melodie zu lernen, Weiwei? No, bitte gar nicht erst fragen. So schlimm wie? Wenn du willst, Weiwei, könnte ich es auch mit dem Wegweisen erfüllen. Nein, unmöglich! Weiwei hat Radek dick versprochen, Wegweiser-Pflichten zu übernehmen. Aber... Hallo, Weiwei. Wir haben gehört, dass du eine Wegweiser-Melodie übst. Können wir dir vielleicht helfen? Du! Freunde sind Wegweiser! Möchtest du ein Wegweiser werden? Weiwei will eigentlich nur Freund wegweisen. Wieso macht das nicht der Wegweiser der Kolonie? Weil Weiweis Freund selbst Wegweiser von Kolonie war. Also muss Weiwei wegweisen für Wegweiser. Darf Weiwei um großen Gefallen bitten? Bitte Weiwei Wegweiser-Melodie beibringen. Und dann bitte mit Weiwei zu Radek gehen. Das können wir tun. Hülle von Radek liegt in Rotets Hügelkette. Weiwei geht hin, wenn Freunde mitkommen. Okay.